Das Kinojahr 2018 ist auch ein Jahr neuer Repräsentationsregeln gewesen. Wir erinnern uns, mit Ocean's 8 kam ein neuer Film der bekannten Ocean's-Reihe in die Kinos, diesmal aber unter umgekehrten Geschlechtervorzeichen. Statt 11 Männer waren nun 8 Frauen im Spiel. Repräsentationslogik heißt hier erst einmal einfach den Spieß umzudrehen. Der Film selbst war so miserabel wie seine vorherigen Ableger, doch eines war eklatant auffällig: Die Handlung besaß keinen tatsächlichen Antagonisten, keinen coolen Gegenüber. Nicht einmal der Kommissar am Ende des Films, gespielt von James Gordon, hatte der Frauenbande etwas entgegenzusetzen. Er erwies sich sogar als eine helfende Hand. Als hätte man penibel darauf geachtet, dass die Räuberin ihren Weg durch den Plot geräuschlos und im Safe Space Modus schaffen. Noch im selben Jahr kam mit Black Widows im Grunde das dunkle und auf Drama gefärbte Ocean's 8 in die Kinos, diesmal von Steve McQueen inszeniert. Der Regisseur, der mit Hunger bereits sein ambivalentes Kammerstück über die Frage nach dem politischen Status gefangener Terroristen schuf. Doch von Ambivalenz ist in Black Widows nichts zu spüren. Auch dieser Film ist mittelmäßig und ausgestattet mit den ähnlichen Symptomen wie Ocean's 8. Hauptfigur Veronica zum Beispiel lebt wissentlich mit einem Kriminellen zusammen, doch ihre tatsächliche Involviertheit ist weder ein ethisches noch moralisches Problem für die Handlung wie für die Figur. Der kriminelle Ehemann ist eher nur eine emanzipatorische Grundlage, der Tenor der starken Frauen: Das ist mein Leben, auch wenn ich es verfusche, und meine Kinder sollen wenigstens wissen, dass ich etwas unternommen habe. Dem Ganzen wird dann die Krone aufgesetzt, wenn die Verbrecherin am Ende zur bildungsbürgerlichen Philanthropin stilisiert wird. Die Botschaft: Es kann auch gute Verbrecher geben, oder umgedreht und ein wenig überspitzt: Weibliche Verbrecherinnen können nicht wirklich schlecht sein. Die Frage lautet doch: War das nicht mal ein Macho-Spruch? Mit Blick auf diese beiden Filme scheint es, als ob die politische Forderung nach Repräsentation im aktuellen Hollywood-Kino einhergeht mit einer Charakterzeichnung, die keinen Zweifel daran lassen soll, dass die neu Repräsentierten auch die gut Repräsentierten sind. Dahinter verbirgt sich neben identitätspolitischen Fragen auch ein kinematografisches Problem. Die Filme nämlich bleiben mittelmäßig bis schlecht, und das liegt mitunter an dieser neuen Eindimensionalität der Figuren. Blicken wir dagegen einmal kontraintuitiv auf das filmische Werk des deutschen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder und auf die Kritik, die er seitens identitätspolitischer Linken in den 70er Jahren erhielt. Dann zeigt sich: Die Problematik mit der Repräsentation ist nicht sonderlich neu. Hollywood hat es eben nur sehr spät erst bemerkt. Fassbinder wird deswegen interessant, weil er mit der Frage nach Repräsentation und Identität anders umgeht. Er geht damit so kontrovers und so radikal um, dass vor der Folie unseres aktuellen Gegenwartkinos sein Werk an immenser Aktualität gewinnt. Es ist also höchste Zeit, Fassbinder zu schauen, um die Gegenwart des Kinos besser zu verstehen. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Blicken wir zunächst noch einmal auf die Gegenwart des Kinos. Mit Wonder Woman haben wir 2017 die erste große Superheldin auf der Leinwand bestaunen dürfen. Der Film wurde von einer Frau inszeniert und er war sehr erfolgreich an den Kinokassen. Die Kritik und die Fans jubelten. Doch bei all diesem Jubel ging schnell unter, dass die der Figur angedichteten Emanzipation schwerlich mit einer mythologisch determinierten Kriegerfigur zusammenpasst, die nämlich in erster Linie ihr Schicksal als Waffe erfüllen muss. Bei all dem Jubel geht weiterhin unter, dass Hollywood eben nicht liberaler geworden ist. Höchstens hat Hollywood einen linken Neoliberalismus für sich entdeckt. Oder anders ausgedrückt: Hollywood hat einen Weg gefunden, neue Zuschauergruppen zu aktivieren und mehr Geld zu verdienen. Ein anderes Beispiel. Denn wir können dies auch in Love, Simon aus dem letzten Jahr beobachten. Ein Coming-of-Age-Film über einen homosexuellen Jungen, der seine Sexualität ganz ohne Sex entdeckt und sie eher wie eine identitätspolitische Schicht behandelt, die man nun eben zu tragen habe und auf die man auch stolz sein darf. Viel interessanter ist übrigens der Film Shortbus von John Cameron Mitchell aus dem Jahr 2006, wenn es um dieses Thema geht, aber das nur am Rande. Aktuell können wir im Kino den Oscar-nominierten Film Green Book sehen, der Rassenkonflikte in den 60er Jahren thematisiert
Und diese, statt systematische Kritik zu üben, mit der ideologischen Hilfe der Familie und einem besinnlichen Weihnachtsfest versöhnlich auflöst. Genau hier liegt das Problem mit der identitätspolitisch bedingten Repräsentationslogik. Die Rede ist von der Geste der Versöhnlichkeit, die sich als eine erzwungene Versöhnlichkeit mit einer immer noch falschen Welt entpuppt. Als müsste das Kino dem Zuschauer besänftigen und beruhigen, ihn sicher wiegen und es ihm und den Figuren auf der Leinwand möglichst leicht machen. Dass die Welt außerhalb des Kinos dennoch zerfällt, darf sich dieser neue politische Eskapismus nicht eingestehen. Rainer Werner Fassbinder hat sich immer dafür interessiert, wie man anders umgehen kann mit der Versöhnlichkeit. Er hat sich nicht für die Versöhnlichkeit in diesem Sinne interessiert. Er greift das gesellschaftliche Zusammenleben radikal an, das heißt also von der Wurzel her. Er fragt, was das eigentliche Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft eigentlich ausmacht, und seine Antwort ist so grausam wie nur irgendwie möglich. Beziehungen sind von Ausbeutung, Korruption, Verrat, Spott, Erniedrigung und Leid geprägt. Bei ihm ist die Liebe kälter als der Tod. Und wenn er die Stadt Frankfurt beschreibt, dann steht im Titel seines Films erst der Müll, dann die Stadt und dann der Tod. Und immer wieder die Frage, wie soll man eigentlich leben, wenn man nicht sterben will? Und doch ist Fassbinder einer gewesen, der seine Sehnsucht nach einer Utopie für eine bessere Gesellschaft nie aufgegeben hat. Ein Regisseur, der sich wünscht, dass seine Filme über Ehepaare dazu führen, dass sich die Ehepaare vor der Leinwand oder vor dem Fernseher die Frage stellen, ob das mit der Ehe eigentlich so klug gewesen ist. Seine Filme sollen also vermeintlich für ewig geglaubte Institutionen erschüttern, politische Entwicklungen angreifen, Darstellungsformen und Konventionen des Kinos aufrütteln. Fassbinder kennt dabei keinerlei Schutzräume, keine Tabus. Die bitteren Tränen der Petra von Kant ist zum Beispiel ein Film, so wie Ocean's 8 und Black Widows, nämlich ein tatsächlicher Frauenfilm, aber einer, der das Leiden der Emanzipation durch Liebe bebildert. Vollkommen unabhängig von Geschlecht und Gender, radikal und erschütternd. Seine Botschaft, der Versuch der Emanzipation von Mann oder Frau, wird immer untergraben von der Schlechtigkeit des Individuums in einer schlechten Gesellschaft. Denn die titelgebende Figur der Petra von Kant will sich von einem Mann emanzipieren, der ihr zu viel Schmerz bereitet hat, und stürzt sich in die Liebesbeziehung mit einer Frau. Doch auch diese Liebesbeziehung wird nicht Erfüllung bringen, sondern zu nur noch mehr Ausbeutung führen. Noch drastischer ist der Film In einem Jahr mit 13 Monden. Dieser Film ist nahezu unerträglich, weil der Mensch, oder besser gesagt, weil die Menschen in der Umgebung der Hauptfigur Elvira, die eben ab und zu auch Erwin sich nennt, mit sehr großem Verständnis und mit einer noch größeren Zärtlichkeit auf ihre Probleme reagieren. Und dennoch können sie Elvira oder Erwin nicht helfen. Auf den ersten Blick erzählt dieser Film eine Geschichte über einen Transvestiten. Es ist aber vielmehr eine Geschichte über die äußerliche Anpassung im Namen der Liebe. Die Tragik entsteht, weil Elvira so männlich aussieht, dass sie für einen Homosexuellen gehalten wird und deswegen von Sextouristen verprügelt wird. Erwin, also wenn sie zum Mann wird, wiederum wirkt deutlich femininer in seinen Männerklamotten und wirkt ebenso verloren in dieser Welt. Erst wird er als Mann zur Frau, nicht weil er sich als Frau im falschen Körper fühlt, sondern weil er aus Liebe seine sexuelle Identität umkodieren will. Die Haltlosigkeit der Liebe bedingt hier die Haltlosigkeit der Identität. In seinem Film Faustrecht der Freiheit, wiederum ein reines Mail-Melodram, in dem Fassbinder selbst die Hauptfigur spielt, wird die Ausbeutung der Liebe mit der Ausbeutung der Klasse in Verbindung gesetzt, und das in der Tat innerhalb einer schwulen Beziehung. Das Faustrecht der Freiheit also ist hier eine zynische Absage an Sozialstaat und Liberalismus. Am Ende wird der tote Franz Bieberkopf gar von vermeintlich unschuldigen Kindern bis aufs sprichwörtlich letzte Hemd ausgebeutet. Das macht Fassbinder aber nicht zu einem Misanthropen, sondern zu einem, der um die Ambivalenzen des Lebens weiß, um die Nichtigkeiten und Vergänglichkeiten der Dinge. Er ist ein Regisseur der Ambiguität, der so etwas wie Unschuld nicht kennt. Franz Bieberkopf zum Beispiel aus Faustrecht der Freiheit wird sagen, Zitat, wenn ich genießen will, will ich auch bereuen.
Franz Bieberkopf weiß also um das selbstzerstörerische und selbstbetrügerische. Er weiß darum, dass diese Double Binds aus Befriedigung und Zerstörung jedem innewohnen. Fear and Desire ist, so könnte man meinen, das zentrale Motiv von Fassbinder. Dies hat Fassbinder in den 70er Jahren von der Neuen Linken harsche Kritik eingebracht. Eine Kritik, die auch heute noch so getätigt werden könnte. Doch seine Filme offenbaren eine Identitätskritik abseits der Identitätspolitik, wie der Film- und Medienwissenschaftler Chris Tetyasukmana behauptet. In unserer Welt, so Fassbinder, gibt es eben keine natürliche Solidarität, kein richtiges Leben im Falschen, es gibt keine simplifizierende Umkehrlogik positiver Repräsentation, wie es das aktuelle Kino viel zu häufig tut und damit sein Publikum zwar besänftigt, aber im Grunde betrügt. Wenn Repräsentation neue Vorbilder schaffen sollen, müssen wir uns auch immer wieder fragen, welche Vorbilder das eigentlich sein sollen. Sollen sich wirklich alle schwarzen Frauen darüber freuen, dass einige wenige schwarze Frauen Schauspielerrollen und damit auch Millionen verdienen, wenn die gleichen Frauen sich die Tickets an den Kinokassen immer weniger leisten können? Ist der Kampf um Repräsentation und der Kampf gegen die Diskriminierung von Marginalisierten wirklich ein Kampf für alle, die von der steigernden Ungleichheit und Verarmung betroffen sind? Ganz egal, ob diese männlich, weiblich, schwarz-weiß und so weiter sind. Fassbinder wurde nun gefragt, für was er eigentlich sei. Denn er hat ja irgendwie ein Problem mit den Linken und den Rechten, mit den da oben und mit den da unten. Und Fassbinder hat geantwortet, dass ihm das mit dem links, rechts, oben, unten eigentlich egal ist. Zitat: Ich schieße nach allen Seiten, wo ich merke, dass es stinkt. Genau darum müsste es in der Gegenwart immer noch gehen, nämlich in einer Zeit, in der es mehr denn je stinkt. Was hier stinkt, ist natürlich der Neoliberalismus, der sowohl, und das ist die Besonderheit, links wie rechts funktioniert. Der falsche Utopien, falsche Versöhnlichkeit oder starre positive Darstellung vorschlägt, um von der eigentlichen Systemfrage abzulenken. Am Ende von Händler der vier Jahreszeiten sitzt die titelgebende Figur Hans Epp in seiner Stammkneipe. Alle Menschen in seinem Leben, seine vermeintlichen Freunde, Verwandte, Bekannte, sie sitzen alle um ihn herum. Es ist wie ein Abendmahl. Alle sitzen da, die ihn betrogen, benutzt, hintergangen oder auch ausgelacht haben. Nun trinkt er für jeden Anwesenden einen Schnaps, wohl wissend, dass ihm dies umbringen wird, denn er ist Alkoholiker. Und da ist da auch natürlich Harry, sein bester Freund, und ihm wird er sagen: Harry, du bist der einzige Mensch, aber auch du bist ein Schwein. Und Harry antwortet lakonisch: Ja klar, wir sind doch alle Schweine. Eine solche aufrüttelnde Substanz müsste sich ein tatsächlich emanzipiertes Kino der Gegenwart heranwagen. Systematische Kritik üben an einem Missstand, der sich durch die gesamte Gesellschaft zieht, welche nicht zu den 1% gehören, die weiterhin gut lachen haben. Doch die Anzahl an Filmen, die es gut meinen, die darauf bedacht sind, die marginalisierten und unterrepräsentierten Gruppen nicht nur Leinwandpräsenz zu verschaffen, was richtig ist, sondern auch ihnen in ihren Augen eine politisch korrekte, wird immer größer. Diese Filme bedienen in erster Linie einen linken Neoliberalismus, also einen, der, wie es Walter Ben Michaels ausdrückt, insgeheim gleichberechtigte Ausbeutung statt Systemkritik fordert. Im Grunde lautet die Logik: Hollywood darf weiterhin die gleichen langweiligen und schlechten Filme produzieren und daran auch gerne Millionen verdienen, solange ein angemessener Prozentsatz von den Figuren in den schlechten und langweiligen Filmen Frauen sind oder einer anderen Minderheit angehören. Rainer Werner Fassbinder dagegen hat immer Systemkritik geübt und dennoch oder gerade deswegen Fragen der Identitätspolitik behandelt. Er hat bewiesen, dass ein progressives und modernes Kino möglich ist. Wir also trotz all der Jubelschreie eigentlich entfernt uns haben von dem, was Fassbinder einst geschaffen hat. Was das heutige Kino durch voreiliges Gehorsam meidet, hat Fassbinder immer groß gemacht. Ambiguität, Konflikt und Kontroverse. Eben das wird dringend gebraucht. Und dazu ist der Film als Kunst auch weiterhin in der Lage, wenn er denn nur will. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.